ist das Lehrerverhalten? Wie ist die Situation zwischen der Schulkinder und dem Lehrer? Und ich glaube, so krisenhafte Entwicklungen wie die Pandemie und so bringen das auf einen gewissen Höhepunkt, und man betrachtet das, und alles, was problematisch ist, tritt viel deutlicher zum Vorschein. Wenn Sie jetzt das Verhalten ansprechen, also das Schüler-Lehrer-Verhältnis, dann würde ich sagen, dass das also mal aus der Sicht des Schülers oder des Zöglings, dass da eigentlich die gefühlsmäßige Wahrnehmung eine große Rolle spielt. Und auf dieser Beziehungsebene, da gibt es nach meiner Meinung zwei Pole. Nämlich der eine Pol, der ist Abstoßung, sprich, das geht dann über in, sag mal, Arten der Aggression und der Verweigerung. Ja, man will im Endeffekt nichts mit denen zu tun haben, man wird da nicht freiwillig hingehen. Und auf der anderen Seite ist der Pol der Anziehung. Das heißt, vielleicht für mich ein gutes Beispiel ist, das haben Sie bestimmt ja auch mal gesehen, so Aufnahme von der frühe Beatles, wo dann, sag mal so, die kreischende Mädels da an der Rampe stehen und schreien, bis sie beinahe in Ohnmacht fallen. Ja, ich habe da sogar schon Sache gesehen, dass da Schilder hochgehalten werden. Ich will ein Kind von dir. Unglaublich, die ganze Sache. Ja, also das ist ja sozusagen ein Nacheifern. Da ist ja eine Sehnsucht drin. Ja, wenn man die jetzt im pädagogischen Feld unterbringen könnte, dann wäre ja. Und das ist im Übrigen auch für mich dann ein Beispiel für das, was die alten Griechen unter pädagogischem Eros verstanden haben. Ja? Denn wenn, sag mal, so eine Beziehung zwischen jungen Menschen und älteren Menschen entsteht, wo die Jungen eben dann so werden wollen wie die Älteren, ja? Auch da kennt man ja sehr gut, das habe ich bei meinen Kindern, als die klein waren, Söhne, die wollten immer so stark werden wie ich. Ja? Ich meine, das ist jetzt nicht gerade das Wichtigste, aber es ist quasi schon da, auch diese Energie da, die dann auch letztendlich auf geistigem Gebiet greifen kann. Ja? Also ich kann es Ihnen auch so sagen, ich habe als Student, habe ich mal immer ausgerechnet, wie viele Jahre ich noch brauche, bis ich meinen Professor eingeholt habe. Ja? Weil ich wollte so werden wie der. Ja? Das Problembewusstsein, was der hatte, da habe ich gedacht, das ist ja sagenhaft. Der sieht ja Probleme, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe. Ja? Und dann noch das Zweite, die Urteilskraft, sich in diesen Problemfeldern sozusagen irgendwie zurechtzufinden. Ich glaube, dass die stärkste Kraft in der Erziehung es letztendlich ist, wenn wir es mal so sagen, dass der Lehrer ein Vorbild wird. Ja? Weil die Menschen eine Neigung haben, Vorbildern, die sie also, sagen wir, verehren oder wie auch immer, die sie einfach gut finden, sozusagen denen nachzustreben. Ja? Und das glaube ich, dass das in der heutigen Schule eben gar nicht mehr so praktiziert wird, ja? Sondern es scheint mir so zu sein, es geht hier um Effektivität in der Schule, möglichst viel Stoff in möglichst kurzer Zeit unterzubringen. Während eben diese Beziehung von Schüler zu Lehrern, ja, also gerade eben das, was wir mit pädagogischen Eros bezeichnet haben, das wird einfach an die Seite gelegt. Von der Lehrerausbildung gesehen ist es zumindest mehrdimensional, Herr Schmidt. Denn Ziel der Lehrerausbildung, so sagen wir mal ab den 90er Jahre, ist das Stichwort Professionalisierung. Also die Vorstellung, die Lehrerausbildung orientiert einerseits an Lehrpläne, andererseits an Bildungsplänen und krankt daran, dass die Lehrer genau in den Feldern viel zu unterschiedlich sind in ihrer Qualität. Es gibt den Lehrer, der qua Person das mitbringt, wo man sagen würde, also die Person des Lehrers ist das Curriculum. Und die Schüler, die vom Lehrer einerseits begeistert werden, andererseits aber der Lehrer denen begegnet als gütige Autorität, der die Schüler
in die Sache einführt, ihnen hilft, Dinge zu verstehen und erklärt. Ziel von der Professionalisierung ist zu sagen, jeder Lehrer, der auf die Schüler losgelassen wird, muss verfügen über einen Fundus von Methodenkenntnis. Er muss in der Lage sein, Stoffe didaktisch zu durchdringen und zu entscheiden, was ist dann jetzt wichtig für die Schüler, und die Fähigkeit, eine Didaktik zu entwickeln und zu variieren. Ja, ja. Das ist mal eine Kompetenz, die der gute Lehrer, von dem die Schüler sagen, oh, das gefällt mir, von dem kann ich was lernen. Da ist das eine Grundvoraussetzung. Und die andere Grundvoraussetzung ist, dass der Lehrer das auch in der Lage ist zu leben und die Kinder da mitzunehmen. Genau. Und dann folgen die dem gern. Das würde ich auch sagen, sagen wir mal jetzt in meiner Sprache. Ich glaube, dass etwas sehr Attraktives ist, wenn man das Gefühl bekommt, dass ein anderer Mensch, sagen wir mal, selbst von der Sache begeistert ist. Ja. Ja? Und ja, eben nicht, ich befürchte, dass das, was wir heute immer mehr propagieren, eben diese Online-Unterrichtung, wo es dann eben auch anonyme Softwareprogramme gibt, Vokabellerne oder so etwas, ja. Da fehlt ja genau diese Ebene der Begeisterung, verstehen Sie, die jemand eben vorlebt. Ja? Also ich glaube, dass das, dass im Menschen so eine Art Neugier vielleicht vorhanden ist. Ja? Ja. Eine Neugier, die eben sich daran belebt, wenn sie spürt, dass sich jemand für irgendwas interessiert. Dass man sich quasi automatisch fragt, warum ist denn der bloß so begeistert von der Sache? Mhm. Ja. Und man will auch diese Begeisterung, die will man, ja. Während eben sozusagen das bloß abstrakte Lernen, sag mal, wie schaffe ich jetzt jeden Tag 10 neue Vokabeln, ja, da fehlt ja irgendwie die Motivation, ja, wozu dann? Ja? Wie ist es möglich, dass so seelenlos offensichtlich um der Bewertung willen, ich nenne es schon gar nicht mehr Unrecht, da wird was geordnet und gepaukt. Ja. Und mit Corona ist das ja. Pauken ja auch verschwunden. Ja. Dann kriegen es die Kinder hier auf den Tisch gelegt, ja, im Buch, Seite ja. 78 bis ja. 95. Ja. Und im Atlas die drei Seiten und macht mal. Genau. Und jetzt kommt. Und denkt dran, in 14 Tagen wird das abgeprüft. Ja, ja. Und das ist so, das ist in Wirklichkeit so verletzend, weil da die Jugendlichen und Kinder als Personen und als Menschen völlig aus dem Blickfeld gehen. Genau. Das ist das Material, das da durchgedrückt wird. Der Zustand von den Kindern ist ja ähnlich. Die sind ja geschädigt durch die Pandemie. Die haben diesen Distanzunterricht, Video. Die haben ihre Blätter und kommen in die Schule. In gemeinsamen Lernprozess, findet gar nicht mehr statt, Lernprozess als Aneignung und als Austausch. Ja, ja, genau. Was mich auch schon immer gestört hat in der Schule, also gerade jetzt Gymnasium, Oberstufe, dass eben so getan wird, als wäre das der Weisheit letzter Schluss, was da von Seiten eben der Lehrer eben quasi geboten wird und angefordert wird. Ja. Sprich, der ganze Sektor der offenen Fragen, ja, der Unwissenheit, der wird ausgeblendet. Ja. Es wird so getan, als wäre das unverrückbar, für alle Ewigkeit würde das feststehen. Mhm. Aber selbst in der Geschichte ist es doch so, dass die Geschichte sozusagen niemals zu keinem Zeitpunkt fertig geschrieben sein kann, weil natürlich die Zukunft immer wieder einen neuen Blick auf die vorangegangenen Ereignisse eröffnet und fordert. Ja? Also auch da haben wir diese Offenheit da. Ja?
Also sprich das Thema der Unwissenheit, und ich könnte das also jetzt noch weiter aufladen. Sie wissen ja, dass sozusagen Sokrates ja gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also wo er das Wissen um die Unwissenheit sozusagen als höchstes Bildungsziel ausgegeben hat, ja. Jetzt kann man natürlich sagen, der hat natürlich ganz genau gewusst, dass er mit der Xantippe verheiratet ist oder dass er in Athen lebt oder was auch immer, ja. Also um solche Fakten scheint es da weniger zu gehen, ja, würde ich mal sagen. Aber immer wenn es um das Moralische geht, taucht natürlich die Frage auf, ist es wirklich gut, ja, von dem man eben aus der Erziehung und so weiter eben beigebracht bekommen hat. Also das ist gut, ja. Vermute ich, ja, dass also dieses Nichtwissen sich wesentlich um sozusagen ethische oder existenzielle Fragen dreht und nicht so sehr nicht im Vordergrund eben, was das Faktenwissen anbelangt. Naja, genau, das ist ja der springende Punkt. Dass ein Schüler sagt, manchmal zu Recht und je nach Lehrer auch begründbar, ich lerne hier nur Reproduzierbares. Genau, so ist Also es. wenn ich gut reproduzieren kann, dann erfülle ich alle Ansprüche der Schule. Genau. Das muss man sagen, das ist natürlich zu wenig. Ja, genau. Denn der Schüler muss auch sozusagen den Lehrer übersteigen können, Ja. wenn das da drin passt, weil er etwas denkt, was der Lehrer noch nicht gedacht hat. Genau, ja. Also Und das ist, Entschuldigung, Herr Pfeiffer, aber ich würde, es gibt ja da die Sprichworte, ein guter Lehrer, der sorgt dafür, dass der Schüler besser wird als er selbst, zum Beispiel, ja. Oder ein Zwerg, ja, kann genau dann weitersehen als der Riese, wenn er auf dessen Schultern kommt, ja. Also dieses darüber hinausblicken können, über das, was eben gerade Status quo an Wissen ist, ja, das ist eine ganz wichtige Sache, finde ich. Sag mal, da zeichnen Sie mir so ein Bild, dass also Schüler ja dazu gebracht werden sollten, selbst denken zu lernen, ja, also nicht bloß jetzt eben etwas zu reproduzieren. Ja, eben. Das Reproduzieren, das ist zwar auch wichtig, wenn man in der Biografie weiter zurückgeht, sozusagen die ganz kleinen Kinder im Kindergarten oder sowas, die wollen ja erst einmal wissen, wie hier alles funktioniert. Ja, da ist ja das mit der Kritik noch gar nicht so im Vordergrund. Ja, also es ist die Erziehung am Anfang eigentlich eine Überführung von dem Zustand der Unwissenheit, in dem wir geboren werden. Da weiß man ja gar nichts. Ja, also das Erste, was man lernt, ist wahrscheinlich, dass die und die Person die Mama ist, ja. Und so erweitert sich das immer. Aber zuerst einmal geht es quasi um, soll man sagen, ein Alltagswissen. Ach, so ist es. Ja, wir sind die Familie, wir sind Deutsche und was weiß ich. Eben einfach, wie es ist. Ja. So in der Schule kommt es natürlich auch noch. Da wird ja quasi der unmittelbare familiäre Kreis überschritten hin zur Tradition. Ja. Da ist die Geschichte dann etwas, oder es ist dann eben auch, sag mal, andere Sprachen lernen oder wie auch immer, ja. So, aber was Sie jetzt zuletzt mit diesem, sagen wir mal, mit der kritischen Auseinandersetzung angesprochen haben, da geht man ja über das, was eben quasi jetzt nur reproduziert werden könnte. Da geht man ja einen Schritt drüber hinaus und setzt sich da kritisch mit auseinander, ja. Und das scheint mir dann wieder so ein Schritt zu sein, eigentlich über das tradierbare Wissen, ja, hinaus zu gehen. Das ist quasi wieder, sagen wir mal, so ein Auge zu riskieren in etwas, was noch gar nicht gewusst wurde bis jetzt. Wenn man das jetzt mal, ja. Insofern, ja, sagen wir, das beschäftigt mich schon länger, wenn man so will. Habe ich mich gefragt, Erziehung heißt doch auf Lateinisch educare. So, da scheint ja das Ducare drin zu sein, das heißt führen.
Und das E ist die Abkürzung von Ex, also herausführen. Mhm. Ja, das Herausführen, wenn ich das mal abkürze, ist also aus der Unwissenheit, Sie erlauben, ich füge hier korrelativ dazu, Unmündigkeit. Mhm. Man kann den Mund nur sozusagen in seiner organismischen Funktion als Schlund benutzen, mhm. wo man eben Speis und Trank aufnimmt, ja, aber sozusagen in seiner psychischen Dimension der Mündigkeit ist er natürlich am Anfang noch gar nicht in Benutzung, ja, sodass also der ganze Erziehungsprozess natürlich dazu führt, herauszuführen aus dieser anfänglichen Unmündigkeit eben bis hin zur Mündigkeit. Mhm. Und unter Mündigkeit verstehen wir ja von Kant her, ja, eben habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Eben. Ja, das heißt, Herr Pfeiffer, nur noch das, ja, der Erzieher, ja, der ist also am Anfang, ist er die Autorität, der die Kinder mit, sagen wir, allen möglichen Mitteln dazu bringt, aus ihrer anfänglichen Unmündigkeit herauszukommen. Aber jetzt wird es dann langsam paradox, wenn man so will, denn das Ziel ist eigentlich des Erziehers, dass er sich selbst überflüssig macht. Ja? Sprich, er will ja oder soll den Zögling so weit bringen, dass der nicht mehr von anderen eben, nämlich von Erziehern, von Lehrern und so weiter, weitergezogen wird, sondern dass der anfängt eben selbst zu gehen. Ja? Also alle Erziehung in aller Kürze läuft ja auf ihre eigene Abschaffung aus. Das heißt ja nicht, dass die Erziehung komplett passé wäre, aber die geht dann über in eine Selbsterziehung. Diese Befähigung zur lebenslangen Erziehung ist ja nie abgeschlossen, aber ist als Einstellung oder als Haltung zu sehen. Und ist auch notwendig. Wir müssen ja auch mal den Lehrer betrachten, Herr Schmidt. Und der Lehrer ist ja als Mensch gesehen unterschiedlicher Qualität. Mhm. Es wird wohl den oder die Lehrer geben, hoffentlich viele, die diese Haltung haben und den mündigen Zögling ja. am Ende des Prozesses sehen wollen. Mhm. Der womöglich mich, vorhin haben wir ja schon gesagt, in der intellektuellen Fähigkeit ja erreicht und übersteigt. Der Lehrer kann sich ja nie oder sollte sich nie definieren, dass er sozusagen der Grenzwert darstellt und an dem Intellektualität ja. in höchster Potenz erreicht ist. Ja. Nun, ich meine, das klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber nicht jeder Lehrer kann das. Mhm. Ja, ja. Also irgendwo haben auch Lehrer Ende der Fahnenstange. Aus meiner Erfahrung her kann der Lehrer ja auch diesen Weg in die Mündigkeit hindern. Mhm. Ja, ja. Ja, also das, man muss da die Lehrerpersönlichkeit angucken. Ja. Wie weit erträgt der Lehrer, das zu machen, beziehungsweise inwieweit ist der Lehrer ja auch jemand, der mit vielen Unzulänglichkeiten ja. versehen ist und der dann nicht zulassen kann, weil er seinen Status verliert, mhm. weil er entlarvt wird. Frage. Ich glaube, es war Kant gewesen, der gesagt hat, in meinen freien Worten, der Mensch ist das einzige Wesen oder einzige Tier, das erzogen werden muss. Ja. Da frage ich mich, der wird doch nicht gemeint haben, dass es da jetzt nur um Fachwissen geht. Der muss doch da irgendwas gemeint haben in die Richtung, damit der Mensch eben sozusagen menschlich wird. Ja, und eben nicht sozusagen wie ein, sag mal, Organismus mit Informationsspeicher, Gehirn, sondern warum muss der Mensch, wozu muss er denn erzogen werden, fragen wir mal so. Ja, also ich kann mich dann auch wieder negativ nähern und sage, ja, also ansonsten, man spricht ja von Hundeerziehung, ich glaube, da gibt es sogar Firmen, Hundeschulen oder sowas, ja,
Dann frage ich mich ja, wozu wird denn so ein Hund erzogen? Also ehrlich gesagt, damit er gehorcht, vermute ich mal. Ja? Also so wird es ja wohl der Kant nicht gemeint haben bei den Menschen. Dass man, wenn man genau hinguckt, wird man sagen, wenn sie erzogen werden müssen, dass es Menschen sind. Ich vermute, dass es eben dahin geht, sozusagen ein menschlicher Mensch zu werden. Eben. Ja, und eben nicht auf einer, entschuldigen Sie bitte, tierischen Stufe stehen zu bleiben. Ja. Also, sag mal, es sieht doch danach aus, dass Tiere also gewissermaßen so ein biologisches Programm haben, wo es also wesentlich darum geht, Selbsterhaltung und Arterhaltung, würde ich mal sagen. Ja? Während jetzt wir Menschen uns doch Domänen zuschreiben, wo man sagen würde, also um das reine Überlebenswillen macht man das nicht. Also man muss kein Beethoven hören oder Mozart oder Bach. Mhm. Man kann auch ohne diese Musik überleben. Mhm. Ja? Also würde ich sagen, das wären so Kandidaten, beispielsweise eben Kunst und Kultur, wo ich sage, das hat irgendwie mit Menschlichkeit zu tun. Ja. Nicht bloß mit dem biologischen Menschensein. Mhm. Ja? Und dann gehört da wahrscheinlich natürlich auch noch die ganze Moral dazu. Ja, wo wir ja auch nicht sagen, dass Tiere in unserem Sinne als moralische Wesen eingestuft werden können. Ja, weil die haben ja gar keine Entscheidungsfreiheit. Ja. Oder wenn ich jetzt wieder bei einem Hund bin, kann ich dem natürlich sagen, du sollst die Wurst vom Tisch nicht essen. Ja, aber der versteht überhaupt gar nicht, was sollen bedeutet, sondern der weiß, wenn ich diese Geräusche höre und nicht vom Tisch mich fernhalte, dann kriege ich ein paar hin nicht ruf. Ja. Also, das scheint mir zu sein, gerade in der heutigen Zeit auch, ja, diese Erziehung. Also, ich würde fast sagen, was ich beobachte, das ist aber sehr eingeschränkt, dass in den Familien die Erziehungsaufgabe immer weniger geworden ist, ja. Dann in der Schule führt es ja dazu, dass die Lehrer immer mehr mit sozusagen diesen sozialen Aspekten der Erziehung. Mit Grundschulen, ja. Tatsächlich, ja. Ja. Die Familien möchten das, das ist so ein Trend. Ich meine, Herr Schmidt, ich bin seit 2007 raus. Hm. Aber wir haben die Referendare auch immer in der Grundschule gehabt, die gymnasialen Praktikum. Und da haben die die Grundschulkolleginnen und Kollegen darunter zu leiden und haben das auch gesagt, die Schüler sind unerzogen. Mhm. Es kann Unterricht findet nicht statt, weil die Lehrer und Lehrerinnen beschäftigt sind, die Schüler irgendwie ruhig zu halten oder Rahmenbedingungen herzustellen, dass überhaupt sowas wie Unterricht stattfinden kann. Ja. Und andererseits Grundgesetz, die Aufgabe der Erziehung ist die Familie. Naja. Und nicht die Schule.